Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns Erzeugungsmuster angucken. Bei Erzeugungsmustern geht es im Wesentlichen darum, dass wir Objekte erzeugen wollen oder eben nicht erzeugen wollen, das irgendwie limitieren wollen, welche Objekte wann wie erzeugt werden können und vielleicht auch die Erzeugung von Objekten irgendwie austauschen, den einen Objekttyp durch einen anderen Objekttyp austauschen. Und wenn wir an ganz vielen Stellen einfach new irgendwas aufschreiben können, dann ist es natürlich schwierig, das zu steuern. Und wir werden jetzt zwei Techniken kennenlernen dazu. Eine, um das einzuschränken und zu sagen, nur an einer Stelle darf das aufgerufen werden. Und eine Technik, wo wir das an beliebig vielen Stellen zwar machen können, aber die Idee ist, dass man das relativ leicht austauschen kann. Und dann plötzlich mit ganz anderen Objekten und damit ein ganz anderes Verhalten der Applikation hat. Also, zum ersten Entwurfsmuster, das ist das sogenannte Singleton Pattern. Hier gibt es folgende Intention. Ensure a class has only one instance and provide a global point of access to it. Wir wollen also, dass es von einer Klasse, einer speziellen Klasse, nur eine Instanz geben kann. Der typische Fall ist ja, dass wir einfach beliebig viele Instanzen erzeugen können. An irgendeiner Stelle im Code können wir new irgendwas schreiben und dann haben wir eben eine neue Instanz von der entsprechenden Klasse. Die Motivation dahinter ist, ja, natürlich kann man versuchen, das irgendwie sicherzustellen, dass man überall im Code aufpasst, dass man nicht irgendwo noch new schreibt, sondern dass man das nur an einer Stelle macht. Allerdings kann das eben sehr aufwendig werden, das durchzusetzen. Ja, also ein neuer Programmierer, der dazukommt oder jemand, der den Kommentar vielleicht nicht gelesen hat, dass man das nur einmal instanziieren soll. Alles, was erlaubt ist, alles, was geht, passiert irgendwann. Ja, und das wollen wir aber vermeiden, indem wir das so implementieren, dass Instanzen nur einmal erzeugt oder nur eine Instanz erzeugt werden kann. Die Idee dafür ist relativ simpel. Der Konstruktor der Klasse wird einfach private und es gibt nur eine Stelle, an der er aufgerufen wird, nämlich beim Initialisieren der Klasse. Und wann immer wir Zugriff auf diese Instanz haben wollen, haben wir einen öffentlichen Zugriff, den wir von allen möglichen Stellen ermöglichen können. Gut, und jetzt können wir gucken, wie das aussieht. Und das Singleton Pattern ist das einfachste Entwurfsmuster, was man sich vorstellen kann. Das ist so klein, das sieht man unter Umständen gar nicht. Aber wenn das einmal im Kopf ist, dann geht es auch nicht wieder raus. Wir machen das aber, das ist zwar klein, aber machen es ein bisschen größer, damit wir das besser sehen können. Singleton ist jetzt hier mal sozusagen als Klassenname. Es wird auch häufig in Kombination irgendwie verwendet, dass man vielleicht sogar Singleton irgendwie im Namen steht, muss aber nicht sein. Wir haben dann den Konstruktor. Ja, wir sehen Singleton ohne Parameter, hier den Konstruktor, der ist privat. Das heißt, dieser Konstruktor kann nur aus genau Singleton als aus dieser Klasse aufgerufen werden. Dann speichern wir eine Instanz von dem Singleton und diese Instanz können wir uns wiederum zurückgeben lassen. Und hier haben sich leider zwei Fehler eingeschlichen auf der Folie, die ich in den Folien, die zum Runterladen sind, noch korrigieren werde. Das eine ist, die Instanz muss eine statische Variable sein und getInstance muss auch eine statische Methode sein. Denn von jeder Stelle aus dem Source Code soll ich auf Singleton mit getInstance zugreifen können, bekomme dann die Instanz, diese eine, die in diesem privaten Feld Instance liegt. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, warum machen wir diese Instance nicht eigentlich public? Oder warum muss die auch private sein? Naja, wir wollen nicht, dass diese eine Instanz plötzlich von irgendwo ausgetauscht wird oder durch Null ersetzt wird oder sonst irgendwas. Ja? Sondern wir wollen allen Zugriff regeln und es können alle darauf zugreifen über getInstance, aber keiner kann diese Instanz sozusagen kaputt machen. Dafür gibt es viele Beispiele, wo das sinnvoll ist. In Java gibt es zum Beispiel getDisplay und es gibt sozusagen nur ein Display, auf dem man sozusagen mit dieser Java-Anwendung Sachen zeichnen kann und die Anwendung läuft. Es gibt allerdings auch, und das kennt jeder von dem ersten Hello World Programm, System, Out, irgendwas, ja, auch da ist es so, passt nicht ganz, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Out-Methode einfach eine statische Methode ist, aber die liefert uns was zurück und auf dem können wir dann eben Ausgaben machen. Gut,
Das soll dazu erstmal reichen. Auch das wollen wir uns praktisch im Code angucken. Und zwar wollen wir eben den Quelltext jetzt nehmen und was wir da einbauen wollen, ist eine relativ typische Funktionalität für das Singleton-Pattern, nämlich wir wollen Logging-Funktionalität umsetzen. Wir wollen also nicht einfach nur System-Out-Printline nutzen, was ich eben schon erwähnt habe, sondern wir wollen an bestimmten Stellen einen Logger aufrufen und der soll uns ermöglichen, dass man Logging auch leicht an- und abschalten kann. Ja, der typische Anwendungsfall ist, für Debugging-Zwecke schalte ich das an und in der Produktivanwendung schalte ich das Logging dann aus. Dafür gibt es viele Frameworks, das kann man sich auch selbst implementieren. Egal, ob man das jetzt selbst implementiert oder irgendein Framework nimmt, wo es schon Logging-Klassen gibt, in jedem Falle wird es ähnlich aussehen, dass man eben einen Singleton dafür einsetzt. Und das gucken wir uns jetzt an. Erstmal ist die Frage, wo wollen wir was einbauen, was wollen wir eigentlich loggen und an der Stelle wollen wir loggen, wann immer der Additionsbutton gedrückt wurde oder der Multiplikationsbutton. So, das heißt, hier könnten wir jetzt ein System-Out-Printline machen. Tatsächlich ist das ungünstig, weil ja, also allein in einer großen Anwendung quasi alle Ausgaben irgendwie wiederzufinden. Wir können das auch nicht so einfach abschalten und sagen, da soll jetzt nichts drauf kommen. Und wir hatten schon mal den Fall in der großen Anwendung, die ich mitbetreue, dass wir nach einer Ausgabe gesucht haben, wo ein Integer ausgegeben wurde. So, das ist insofern relativ schwierig, weil ihr könnt jetzt nach dem Integer 42 suchen, aber den findet ihr natürlich im Code nicht. Tatsächlich steht da irgendein Variablename mit dem System-Out-Printline. Und wenn es einfach sehr viele System-Out-Printlines in der Codebasis gibt, dann findet man die passende Stelle nicht wieder. Und da können die Logging-Aufrufe tatsächlich Abhilfe schaffen, weil man kann sich auch den Stack-Trace dazu mit abspeichern oder ähnliches und kann auch mit einer Exception zum Beispiel dafür sorgen, dass man sieht, an welcher Stelle gab es dann diesen Aufruf. Das wollen wir jetzt machen. Was wir dafür brauchen, ist eine neue Klasse. So, diese Klasse soll unser Singleton werden. Die Klasse heißt Logger. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Wir brauchen auf jeden Fall einen Konstruktor und den Konstruktor wollen wir private machen. Private, damit er eben wirklich nur aus dieser Klasse aufgerufen werden kann. Und an der Stelle könnten wir uns überlegen, naja, wir machen da schon die erste Log-Ausgabe, wir sagen Logging enabled. So, damit das Ganze funktioniert, brauchen wir natürlich auch diese Logging-Methode. Und an der Stelle können wir jetzt sagen, naja, also die Logging-Ausgaben, die sollen eben mal da sein und mal nicht da sein. Ja? Also wir haben hier irgendwie String ist vielleicht nicht so aussagekräftig, wir haben ja irgendwie eine Nachricht, die sollen wir ausgeben. Und das wollen wir vielleicht nicht immer machen, sondern nur, wenn Logging eingeschaltet ist. So, und dann nehmen wir hier System-Out-Printline und wir können das, diese Stelle allerdings auch später sehr leicht ersetzen durch, dass wir das in die Datei schreiben, die Logging-Aufrufe oder ähnliches. So. Und jetzt an der Stelle brauchen wir dann eben noch, das kann man jetzt beliebig komplex treiben, wo dieser Wert herkommt, ob das jetzt geloggt wird oder nicht, aus dem Parameter von dem Programm. Wir sagen jetzt mal einfach, wir geben das jetzt im Source Code an. Ja, also wir sagen jetzt hier, diese Variable hat den Wert true und das bedeutet, dass wir dass das Logging eingeschaltet ist. Wir können die von mir aus auch public machen und sagen, die kann man auch von irgendwo. Jetzt haben wir allerdings noch ein Problem, weil, ja, also wenn wir den Konstruktor private machen, dann kommen wir ja da noch gar nicht ran. Ja, also wir müssen ja jetzt irgendwie von außen da überhaupt rankommen. So, das heißt, wir brauchen von außen eine erreichbare Methode, public, ja, weil wir die vielleicht in dem ganzen
System den gleichen Logger nutzen wollten. Das könnte natürlich auch irgendwie Package Private sein, wenn wir sagen, das ist ein Logger nur für dieses Package. So, jetzt haben wir hier schon mal noch einen Fehler gemacht, weil wenn wir Logging aufrufen, dann wollen wir das ja auch auf jeden Fall öffentlich aufrufen, aus jedem Teil. So, und jetzt müssen wir auch noch an diesen Logger eigentlich rankommen von außen. Ja? Das heißt, wir brauchen eine öffentliche Methode, die muss, im Gegensatz zu dem Fehler auf den Folien, Status sein, dass wir von jeder Stelle darauf zugreifen können, ohne die Instanz zu brauchen. Die könnten wir jetzt getLogger nennen. Und die liefert uns jetzt ein Objekt vom Typ Logger zurück. Jetzt aber auch die Frage, wo kommt dieses Objekt jetzt eigentlich her? Naja, dieses Objekt, das muss eben hier private angelegt werden und das muss tatsächlich auch Status sein. Das hat Eclipse schon selber erkannt, dass es Status sein muss. Und hier können wir jetzt Folgendes sagen, das könnte jetzt im Konstruktor, andersrum, das müssen wir jetzt an der Stelle, müssen wir jetzt ein neues Objekt davon anlegen, nämlich statische Variablen werden erzeugt, sobald die Klasse geladen wird. Die Klasse wird geladen, und das werden wir gleich auch sehen, sobald es irgendwo einen Methodenaufruf dazu gibt. So, das heißt, damit es nur eine Instanz gibt, ist der Konstruktor private und wir rufen den an der Stelle auf und zwar nur einmal, wenn die Klasse Logger geladen wird. Ja, und die wird nicht irgendwann wieder verworfen und wieder geladen, die wird wirklich nur einmal geladen, es sei denn, wir schließen die ganze JVM und starten die neu. Die Java Virtual Machine. Gut, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob wir jetzt alles Wesentliche haben. Das sieht aber ganz gut aus. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, jetzt müssen wir das Ganze noch benutzen. Wie sehen die Aufrufe dazu aus? Naja, und jetzt brauchen wir irgendwie die Instanz. Das heißt, wir sagen hier Logger, getLogger, log und dann können wir unsere Nachricht ausgeben. Ja, wir können jetzt sagen, Addition wurde aufgerufen mit dem Wert newValue. Ja, und genauso gut können wir sagen, jetzt wollen wir aus irgendwelchen Debug-Zwecken wollen wir das irgendwie herausfinden. Wir können natürlich auch einen Debugger nehmen, aber nicht immer kann man Debugger irgendwie sinnvoll einsetzen. Das heißt, an der Stelle wollen wir so die Ausgaben nutzen. Jetzt probieren wir das noch aus. Dafür öffnen wir uns mal die Konsole. Und jetzt ganz interessant, dass wir sehen, dass erstmal nichts passiert. Und das ist ein gutes Zeichen, weil Java operiert so, dass diese Klasse Logger erstmal noch nicht geladen wird, sondern erst, wenn sie benötigt wird. Ja, ich kann jetzt hier noch Zahlen eintippen, passiert auch noch nichts. Wir können jetzt auch mal noch gucken, was passiert, wenn ich hier irgendwelche Buchstabenkombinationen eingebe. Auch dann wird der Logger noch nicht gestartet, weil das hier, weil wir zu diesem Code, zu dem Logging-Aufruf tatsächlich noch nicht gekommen sind. Und erst wenn ich diesen Button drücke und wir in diesen Bereich reinkommen, dann würde hier eben sozusagen alles mitgeloggt werden, was wir ausführen. Und jetzt ist es relativ simpel, hier eine Datei zu öffnen im Konstruktor, alle Ausgaben da reinzuschreiben. Und das funktioniert eben deswegen in dem Fall sinnvoll gut mit so einem Singleton, weil ich da eben vielleicht nicht unbedingt beliebig viele neue Dateien irgendwie anlegen möchte, sondern für den einen Lauf möchte ich in einem Log sozusagen alle Aufrufe drinstehen haben. Gut, damit kommen wir zurück. Das heißt, wir werden das auch noch kurz committen, könnten uns da jetzt auch nochmal die Änderungen im Detail angucken. Da sehen wir, okay, klar, die Logger-Methode, die ist ja komplett, oder die Logger-Klasse, die ist komplett neu. Da haben wir so entsprechend auch viel geändert. Wir haben neue Funktionalität implementiert. So. Gut, dann gucken wir wieder zurück auf unsere Folien. Was wir jetzt implementiert haben, war das Logging und das hängt eigentlich bei unserer Implementierung jetzt nur an dem Calculator. Das ist nicht, hat keine Verbindung zu den Expressions und das sehen wir jetzt auch hier grafisch, dass
Logger als neue Klasse hinzugefügt wurde. Es gibt die Variable Logger, die private ist. Es gibt den Konstruktor, der private ist. Es gibt die GetLogger-Methode, die eine statische Methode sein muss, weil wir darüber das eigentliche Objekt bekommen. Und jetzt gibt es hier noch einen Fehler, also auch der Logger muss hier tatsächlich unterstrichen sein, der muss eben auch statisch sein. Gut, und dann die eigentliche Log-Methode, ja, die wir eben auch in der Aktion gesehen haben, wo wir eben eine Nachricht übergeben und die ausgeben können. Und wir haben jetzt sichergestellt, egal wie groß die Applikation ist, wir werden nur eine Instanz von diesem Objekt zur Laufzeit haben und das kann vielen Fehlern vorbeugen. Gut, ein zweites Erzeugungsmuster wollen wir uns noch angucken, und zwar Abstract Factory. Provide an interface for creating families of related or dependent objects without specifying their concrete classes. Ein anderer Name für die Abstract Factory ist auch KIT, nicht der von David Hasselhoff, sondern das KIT mit T, wie das Toolkit. Und was machen wir da? Naja, wir wollen irgendwie Klassen anlegen, aber wir wollen die gar nicht explizit referenzieren. Warum wollen wir die nicht explizit referenzieren? Stellt euch folgende Situation vor: Ihr habt eine 500.000 Zeilen Quelltext und ihr habt irgendeine Klasse da drin und diese Klasse A wird da drin an 100 Stellen wird der Konstruktor dafür aufgerufen. Und dann habt ihr noch eine Klasse B und die wird an 50 Stellen aufgerufen, über den kompletten Quelltext verteilt. So, und jetzt kommt ihr irgendwie auf die Idee, also wenn wir einen bestimmten Parameter beim Start übergeben, dann wollen wir eigentlich Subklassen davon haben. Dann wollen wir gar nicht mehr A und B haben, sondern A' und B'. So, und jetzt wird es schwierig, weil das jetzt einzeln alles auszutauschen, ist irgendwie ungünstig. So, und was passiert, wenn ihr irgendwann wieder zurück wollt, ja, zu dem alten, tauscht man dann wieder alle Konstruktoren aus? Was ist, wenn man das sogar hin und her schalten will? Ja? Bei manchem Start möchte man das machen, bei manchem Start das. So, und die Lösung dafür ist folgendes: Wir wollen nicht an allen möglichen Stellen gucken, ja, nicht an jeder Stelle, wo wir den Konstruktor aufrufen, wollen wir sagen, rufen wir jetzt den Konstruktor von A auf oder von A', rufen wir den Konstruktor von B auf oder von B', weil da würden wir natürlich massiv einfach Quelltext erzeugen, der redundant ist, wo wir einfach den gleichen Quelltext an ganz vielen verschiedenen Stellen haben. Und viele Entwurfsmuster wollen tatsächlich sowas vermeiden, ja, dass wir redundanten Quelltext haben. Das ist auch allgemein ein Prinzip von so abstrakten Klassen, aber hier auf die Konstruktion von Objekten bezogen. Die Idee ist, wir haben Klassen, die nur dafür da sind, andere Klassen zu erzeugen. Das heißt, wir legen eine Klasse an, die speziell dafür da ist, Klassen, neue Objekte zu erzeugen von dem Typ A und von dem Typ B. Und in der Klasse ist es jetzt egal, wir können auch einfach eine Subklasse erzeugen davon und können damit an einer Stelle den Quelltext ändern. Und was wir da im Prinzip machen, ist den eigentlichen Aufruf vom Konstruktor, new A, Klammer auf, Klammer zu, den ersetzen wir überall im Quelltext, das müssen wir leider einmalig machen, durch einen Methodenaufruf. Und hinter diesem Methodenaufruf ist dann versteckt, was da passiert, und wir können das relativ leicht austauschen. Wir können es einerseits leicht ändern, allerdings, und das erzähle ich gleich nochmal im Detail, wir können es auch zur Laufzeit vielleicht austauschen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ich habe ja eben schon von A und A' erzählt, die heißen hier jetzt Produkt A1 und Produkt A2. Genauso gibt es Produkt B1 und Produkt B2. Ja, das soll einfach verdeutlichen, es gibt verschiedene Objekte und die wollen wir austauschen. Und jetzt ist noch eine Herausforderung, wir wollen, wann immer wir A1 durch A2 ersetzen, wollen wir auch B1 durch B2 ersetzen. Wir wollen das vielleicht enforcieren, wir wollen so eine Regel umsetzen, dass egal in welchem Lauf wir sind von dem Programm, dass wirklich entweder nur Objekte von A1 und B1 im Speicher liegen oder Objekte von A2 und B2. Generell, das was auf der rechten Seite steht, ist erstmal relativ plausibel, wenn ich die Klassen A1 und A2 gegeneinander austauschbar haben will, dann brauche ich eine Abstraktion davon. Ja, wenn ich eine Subklasse habe von A1, dann kann ich natürlich auch einfach den Typ A1 nutzen. Aber so ist man flexibler, wenn man sagt, es gibt ein abstraktes Produkt A. Das heißt, das ist das, was ich überall in meinem Quelltext als Variablennamen verwende. Und was ich da dann reingebe, ob A1 oder A2, das kann ich mir aussuchen.
Was ich auch schon erwähnt habe, ist, dass wir die Erzeugung von den Objekten A und B, die wollen wir jetzt durch Methoden realisieren. Da gucken wir mal auf die Concrete Factory 1. In der ist das so, dass wir zwei Methoden haben, nämlich eine für das Produkt A und eine für das Produkt B. Jetzt ist es so, dass wir würden dann noch immer das gleiche Produkt enthalten. Ja? Und sowas wie, zum Programmstart soll der Nutzer sagen, wie das Look and Feel von der Applikation ist und ich möchte sozusagen alles einfach austauschen. Das wäre dann noch schwer möglich. In dem Beispiel Look and Feel wären eben Produkt A1 und Produkt B1, das wären unsere verschiedenen grafischen Elemente. Sei es ein Button, ein Label, eine Combo-Box oder ein Panel. Und die haben alle bestimmte grafische Eigenschaften und die wollen wir möglichst an einer Stelle im Quelltext austauschen können. Um das zu ermöglichen, brauchen wir nicht nur diese Concrete Factory 1, sondern wir brauchen noch eine Concrete Factory 2. Und damit wir an allen Stellen, wo wir Concrete Factory 1 benutzen, auch Concrete Factory 2 benutzen können, brauchen wir dafür eben noch diese abstrakte Klasse, die eben diese zwei Methoden bereitstellt, Concrete Product A, Concrete Product B, aber noch nicht implementiert und die Implementierung wird eben delegiert an diese Subklasse. Das heißt, in unserem Client-Code haben wir nachher an ganz vielen Stellen Referenzen auf Abstract Factory, ja? Das heißt, wir haben diese Variable irgendwo, das könnte auch über den Single-Pattern implementiert sein, sodass wir die nur einmal haben müssen als Variable irgendwo und dann sagen, ist es die Concrete Factory 1 oder 2. Und an ganz vielen Stellen haben wir stehen Abstract Product A, Abstract Product B. Wir wissen gar nicht, welches von den beiden ist da eigentlich drin. Und die einzigen Stellen, wo wir den Konstruktor für Product A1, Product A2, Product B1, Product B2 aufrufen, ist in diesen zwei konkreten Factories. Und jetzt können wir an einer Stelle, wo wir diese Abstract Factory einmal anlegen, instanzieren, können wir entscheiden, nehmen wir eine Concrete Factory 1 oder eine Concrete Factory 2. Und um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, gucken wir uns auch das nochmal an. Und zwar kann ich schon vorwegnehmen, wir werden das nicht komplett runter implementieren, bis zu der kompletten Ebene sozusagen von Abstraktion für die Produkte, für die Factory. Aber wir werden uns das mal exemplarisch angucken, zumindest für den Teil mit der Factory. So. Die Überlegung ist, was wollen wir jetzt haben? Wir wollen, dass sich der Style ab und zu mal unterscheidet. Und zwar wollen wir jetzt einfach die Buttons mal größer machen und mal kleiner. Und das ist die Frage, wie können wir das jetzt machen? Dazu gucken wir mal rein, wo im Moment so Buttons erzeugt werden und Labels. Und wir sehen, also hier steht New Label, das ist auch nicht alles irgendwie an einer Stelle. New Button, die stehen irgendwie mal zusammen, Textfeld steht hier noch. So. Und die Frage ist, ja, das sind jetzt hier vier Stellen, wo wir irgendwie Buttons und Labels aufrufen, das ist noch relativ wenig, aber könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt eine große Codebasis hat, habe ich davon 100 oder vielleicht sogar 1000 Aufrufe. Die dann zu ersetzen, ist relativ schwierig. Das heißt, was wir da machen wollen, ist, wir wollen hier Methodenaufrufe haben. Was wir dafür machen, ist zunächst mal ein neues Package anlegen. Weil das, was wir jetzt machen, ist grundlegend anders als der... Ja, das war kein Package. Das probiere ich gleich nochmal. Ist grundlegend anders als das, was wir bisher gesehen haben, den anderen Teil. Jetzt nicht wieder auf Klasse klicken. Da ist das Package. So, und in diesem Package wollen wir jetzt verschiedene Klassen anlegen. Und zwar sagen wir mal, wir machen eine Factory mit großer Schriftgröße. Ja, also wenn ich das jetzt hier in der Demo für euch zeige, dann ist es natürlich schön, wenn man auf den Button die Labels, auf den Buttons die Label auch erkennen kann. Gut, die legen wir an. Und da können wir jetzt sagen, okay, wir wollen irgendwie die Schriftgröße verändern. Also wir haben irgendwie eine statische Variable hier vom Typ Font.
Und um die Schriftgröße zu ändern, müssen wir tatsächlich hier jetzt auch sagen, welche Schriftart und welche Schriftgröße. Und wir können jetzt sagen, ja, also nehmen wir Areal und die Schriftgröße. 24. Wir haben es als Variable angelegt, weil wir das gleich sehen werden. Wir werden das gleich an zwei Stellen brauchen. Und das ist natürlich gut, wenn wir das nur einmal anlegen. Gut. Und was wir jetzt brauchen, sind Methoden, mit denen wir Objekte anlegen können. Und zwar einmal für Label. Ja. Wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. Label. Nee, brauche ich nicht. Ich muss nur den Typ rausholen. Wir sind bei JavaFX. So. Jetzt müssen wir da das Label irgendwie erzeugen. Ja? Also das ist jetzt die einzige Stelle, wo wir eben diesen Konstruktor aufrufen. Wenn wir jetzt irgendwie zwei Produkte hätten, bei uns sind das jetzt die Label, und diese Label wollen wir eben jetzt anders erzeugen und mit denen noch was machen. So. Jetzt haben wir ein neues Label. Label.setFont. Und da geben wir eben die Schriftart an, und jetzt meckert er noch, weil wir eben das Label noch zurückgeben müssen. So, und so ähnlich würde es jetzt auch für die Buttons funktionieren, das machen wir auch gleich mal noch. Und zwar eigentlich fast genauso. Nur dass wir eben einen anderen Typ haben von Objekten. Wir haben nämlich Button. Wir wollen auch Buttons erstellen, und die Buttons haben noch einen Titel. Ich glaube, da wäre ich jetzt fast schneller gewesen, wenn ich das irgendwie... komplett neu getippt hätte. So, da haben wir unseren Button. Jetzt benennen wir das hier noch um. Das war das falsche Kürzel. Das war auch das falsche Kürzel. Gut, dann nehmen wir das so um. Button. So, und auch hier ist natürlich, ist es dem Compiler und der Ausführung egal, wie diese Variable heißt, aber irgendwann will jemand den Code verstehen und damit umgehen, und dann ist es gut, über sinnvolle Namen nachzudenken. Zum Beispiel auch den String nicht String zu nennen, sondern den Titel. Gut. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch benutzen. Ne? Also jetzt gehen wir in den Calculator rein und sagen, naja, also wir rufen hier nicht das Label auf, sondern wir nehmen den Large die Large von GUI Factory und rufen hier die Methode CreateLabel auf. So, wenn mir jetzt noch ein bisschen verwirrt, was ihm da noch fehlt. Habe ich den ausgenannt? Achso, ja, klar. Weil die beiden Klassen, die beiden Methoden im Moment noch nicht statisch sind. Das heißt, wir brauchen ja irgendwie eine Instanz davon. So, auch das können wir hier machen. Ja, wir erzeugen einfach eine Instanz davon. New Large Font. Factory. Jetzt ist das irgendwie noch unschön, ja, wir können das jetzt bei den anderen Sachen weiter durchziehen, aber wir können jetzt nicht an einer Stelle das schnell austauschen. Wir wollen aber vielleicht noch eine zweite Factory implementieren, das machen wir einfach mal, und wir wollen die beide dann irgendwie, gegeneinander austauschen. Das heißt, wir brauchen irgendwie hier drin eine Variable, und diese Variable muss ein abstrakterer Typ sein als Large Font GUI Factory und eben auch schon diese Methoden enthalten. Ja, das heißt, jetzt machen wir den Unterschied, das ist eine Concrete Factory und jetzt bauen wir eine Abstract Factory. So, dafür können wir sagen
Das heißt, wir machen das erstmal noch ein bisschen einfacher und gucken uns das erstmal an, was da passiert. Merge von GUI Factory. So, da werden wir das Objekt entsprechend erzeugen und dann überall verwenden, die GUI Factory. So, und jetzt haben wir das nicht nur an der einen Stelle, ja, sondern wir müssen das jetzt hier an auch sozusagen für die Buttons und für die anderen Labels aufrufen. Gut, was haben wir jetzt gekonnt? Es gibt eine neue Klasse, die legt fest, wie diese Buttons aussehen. Und wir können jetzt relativ einfach das Aussehen verändern, indem wir hier drin irgendwas anpassen. Ja, ich brauche jetzt sogar bloß an einer Stelle hier irgendwie den Wert anpassen. Und wir gucken uns mal an, wie das jetzt aussieht. So. Was wir unschwer erkennen können, ist, dass jetzt Buttons und Labels offensichtlich größer sind. Wir können auch mal das versteckte Label noch angucken. Plus. Und auch das können wir hier jetzt in größere Schrift sehen. So. Und das Entscheidende ist jetzt, wo man dann unter Umständen drauf kommt, ist jetzt schon schön, dass wir das hier einfach verändern können. Aber vielleicht wollen wir an einer Stelle austauschen, dass es plötzlich ganz anders aussieht. Ja, wir wollen den Style quasi von der Anwendung komplett austauschen. Wie wir das machen können, ist, indem wir einfach noch eine zweite Klasse von dem Typ erzeugen und hierzu ein allgemeines Interface noch machen dazu. So, das heißt, das können wir hier machen, und zwar Refactor Extract Interface. So, da können wir sagen, wie das heißen soll. Naja, das ist eine GUI Factory, und die GUI Factory hat eben zwei Methoden. So, und jetzt sehen wir hier schon, oh, hier wurde eine Klasse angelegt, die hat eben diese zwei, oder ein Interface angelegt, das hat diese zwei Methoden. Und jetzt können wir Folgendes machen, wir können einfach sagen, naja, ich mache einfach noch so eine zweite Klasse wie die hier, und die sieht dann eben ein bisschen anders aus. So, das heißt, wir legen eine neue Klasse an. Neben der zugegeben ausgedachten Large Font Factory machen wir jetzt noch eine Blue Font GUI Factory. Auch da haben wir wieder ein Interface, was wir da implementieren wollen, nämlich die GUI Factory. So, und da bedienen wir uns jetzt mal dem anderen Quelltext, um das hier ein bisschen abzukürzen. So, und jetzt können wir relativ einfach sagen, naja, wir wollen jetzt hier nicht die Schriftart ändern, sondern irgendwie die Schriftfarbe. Das Ganze machen wir wie folgt. Wir sagen einfach hier, das ist nicht Font, sondern Color. Genau, wir können hier auf eine spezielle Farbe irgendwie zugreifen. Color.web. Und hier haben wir jetzt einen Blauton. Und jetzt passt der Bezeichner irgendwie nicht mehr. Das ist eben jetzt irgendwie, also Color ist vielleicht ein bisschen unglücklich, wir könnten sagen Blue. So, hier brauchen wir offensichtlich noch eine andere Methode. Set TextFill. Gut. Was wir jetzt geschaffen haben, sind zwei Factories. Ja, beide Factories legen irgendwie Objekte an. Und jetzt wollen wir die noch austauschbar machen. Was wir dafür machen müssen, und da war Eclipse offensichtlich schon sehr smart, hier stand vorhin Large Font GUI Factory,
dass es erkannt hat, oh, an dieser Stelle kann ich jetzt das Interface nutzen, das mache ich dann auch mal, weil uns das jetzt erlaubt, dass wir das jetzt hier einfach ersetzen können. Ja, jetzt kann ich diese eine Stelle ändern und habe ein anderes Aussehen und das gucken wir uns kurz an, wie das jetzt wirkt in blauer Farbe statt in großer Schriftart und wir sehen, erkennen zumindest so grob, dass wir jetzt eine neue Farbe haben. Und vielleicht haben wir irgendwie noch ein Problem, weil hier vorne wird die Farbe natürlich irgendwie überschrieben. Gut, das ist noch nicht das komplette Abstract Factory Pattern. Was man jetzt noch machen müsste, wäre auch für die Abstraktion, also dass man noch eine Abstraktion für die Produkte schafft, weil im Moment ist das einfach alles Label. Das funktioniert so lange, solange ich hier immer Subklassen von Label einfüge. Ja, ich könnte hier irgendwie eine besondere Subklasse von Label anlegen und die kann ich jetzt schon verwenden. Und wenn man dafür noch was Abstrakteres braucht, könnt ihr euch jetzt überlegen, ihr erzeugt einfach Subklassen von Label und spielt das sozusagen mal weiter. Gut, an der Stelle gehen wir zurück auf unsere Folien. Und wir gucken uns das jetzt auch nochmal grafisch an, was jetzt eigentlich passiert ist. Naja, der Calculator, der hat jetzt Zugriff auf eine solche Factory, auf ein Interface, der hat ein Element von dieser Factory und da drin kann eben entweder die Blue Font oder die Large Font GUI Factory liegen. Und wir sehen, dass eben das Factory-typische auf jeden Fall drin ist, dass wir eben verschiedene Methoden haben, die nur den Zweck haben, uns neue Objekte zu erzeugen. Was uns für eine Abstract Factory streng genommen noch fehlt, ist eine Abstraktion von den eigentlichen Produkten, nämlich von den Label, von den Buttons, die jetzt hier in dem Schaubild gar nicht auftauchen. Das bringt mich noch zu einem wichtigen Punkt bei den Entwurfsmustern, dass man selten ein Entwurfsmuster 1:1 kopiert, sondern eher die Idee übernimmt und das dann anpasst auf den Anwendungsfall. Wenn ich diese Abstraktion für Produkte nicht brauche, warum soll ich die extra einfügen? Wir brauchten die jetzt nicht, also führen wir die nicht ein und hören an der Stelle auf. Ja, das heißt, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, das Entwurfsmuster, es müssen nicht die Methoden genauso heißen, es müssen nicht, muss nicht immer eine abstrakte Klasse auch eine abstrakte Klasse sein, manchmal kann es auch ein Interface sein und das braucht ein bisschen Erfahrung und Anwendung von diesen Pattern, um zu verstehen, wann es noch dieses Pattern ist, wie viel Variation da eben möglich ist und wann es eben nicht mehr das Pattern ist. Ja, also ein Beispiel, bei dem Logger, bei dem Singleton-Pattern, wenn der Konstruktor nicht private ist, dann ist es nicht mehr das Singleton-Pattern. Ja, dann ist es tatsächlich was anderes. Allerdings ist es durchaus denkbar, jetzt bei der Factory haben wir zum Beispiel gesagt, das ist keine abstrakte Klasse, sondern ein Interface. Warum? Naja, wir haben da gar keine Implementierung dazu drin. Ja, also das reicht eben vollkommen, dass wir da ein Interface einführen. Wir haben damit uns zwei der Erzeugungsmuster angeguckt, die Abstract Factory und das Singleton Pattern. Und es gibt natürlich da noch mehr. Die anderen Muster haben aber alle gemein, dass es immer darum geht, die Objekterzeugung irgendwie zu vereinfachen. Gut, damit sind wir wieder mit dem Teil durch. Es ging um Erstellungspattern, die uns irgendwie helfen, entweder zu limitieren, was wir erstellen können, oder zu vereinfachen, dass es konsistenter ist, was an Objekten angelegt wird, oder austauschbar. Das Ganze könnt ihr nachlesen im Kapitel 3 vom Gang of Four Buch. Und auch jetzt ist wieder die Frage, was kann man damit machen? Naja, ihr könnt mal gucken, ihr könntet jetzt die Implementierung hernehmen und eine eigene GUI Factory implementieren. Man könnte jetzt auch die Textbox, die hatten wir ja auch noch als grafisches Element, die könnte man jetzt mit aufnehmen und könnte jetzt gucken, was muss man eigentlich überall alles anpassen. Und ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr einen der anderen Entwurfsmuster, die es noch gibt, die ich hier nicht behandelt habe, ob ihr euch die ausprobiert und mal anguckt. Gut, bevor wir zum nächsten Teil kommen, gebe ich euch wieder die Gelegenheit, dass ihr euch jetzt das praktisch anguckt und bis gleich.